Willkommen zu diesem Video, Freunde. Das Geld ist immer weniger wert, die meisten werden immer ärmer. Deswegen werden hier auch keine 10.000 Euro FIFA-Packs geöffnet. Hier zeige ich euch die billigen Games, die wirklich billigen, die man für wenig Geld bekommen kann. Und ich meine jetzt nicht Yakuza, für 5 Euro bei Steam. Im Angebot. Hier geht es um diese Cent-Spiele auf Keyseiten. Und dort versteckt sich der ein oder andere Klassiker. Ja, ich weiß, diese Keyseiten haben keinen guten Ruf. Aber am Ende ist es auch nur ein großer Marktplatz. Hab da selbst schon Keys verkauft, wenn ich ein Spiel durch Humble Bundle oder Fanatical doppelt hatte. Und wenn man dann Verkäufer mit tausenden positiven Bewertungen nimmt und sich Spiele für wenige Cents kauft, sollte sich das Risiko in Grenzen halten. Kann natürlich auch nur von den Seiten sprechen, die ich benutzt habe, und das sind 2-3 Stück. Aber ihr habt Glück, ich habe es für euch ausprobiert. Deswegen fangen wir jetzt endlich mit den Spielen an. Sie sind in keiner bestimmten Reihenfolge. Also, erstens starten wir direkt mit einem Hochkaräter, einer Legende im Business, dem einzig wahren Larry Laffer. Die ersten Teile sind nur etwas für dich, wenn du gut Englisch sprichst oder Bock hast, Deutsch-Patches zu installieren, wenn sie denn vorhanden sind. Und wenn einem der Spaß zu pixelig ist und man lieber deutsche Sprachausgabe möchte, welche es natürlich auch schon bei Teil 7 gab. H-Com ist nicht mein Ding. Was ich wirklich liebe, ist Kohle. Du kannst mich doch hier nicht einfach so liegen lassen. Du hast recht. Mach's gut, Blödmann. Ich bin nicht Raucher. Oh, Baby. Dann gibt es für etwas mehr Geld auch Red Dreams Don't Dry. Der Preis ist auf jeden Fall mehr als fair und das ist der vorletzte Teil der Reihe. Bisher. Also die einzelnen Teile 20, 30 Cent und im Set, wenn man Pech hat, 2 Euro im Schnitt. Aber auch bei Steam sind das jetzt keine teuren Spiele. Kommen wir zu Nummer 2. Dieses Spiel liegt so im 50 Cent Bereich. Und zwar geht es um Guts and Glory. Ein Spiel, welches in Abschnitten vergleichbar mit Alt F4 ist. Wobei es dann doch etwas umfangreicher ist, alleine durch die Community Maps. Dieses Level hier eher an Frogger angelehnt, aber man kann auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dem Spiel haben. Für 50 Cent kann man sich nicht beschweren. Womit wir bei Punkt Nummer 3 sind. Gothic. Alle Teile. Für den schmalen Taler. Pro Spiel gibt man hier ca. 50 Cent aus. Und da ja bald das Remake erscheint. Ein Remake zu Gothic 1? Genau, ein Remake. Deswegen sollte man, wenn man es noch nicht kennt, die ersten Teile mal spielen. Natürlich ist auch dieses Spiel nicht jedermanns Sache. Aber wenn man sich erstmal damit angefreundet hat, dann kann man einiges an Spaß haben. Damit wir Titel Nummer 4 näher kommen. Und zwar ist es wieder ein Adventure, und zwar Jack Orlando. Als ich mir das Spiel damals gekauft habe, war es das billigste Spiel im Internet. Ich habe vielleicht 5 Cent oder so bezahlt. Mittlerweile ist es auf ganze 36 Cent gestiegen. Gibt vermutlich auch einige, die das Spiel nicht mögen. Mir gefällt aber die Musik und diese klassische Detektivstory. Habe es auf jeden Fall gerne durchgespielt. Ich liebe große, dicke Rohre. Und schon sind wir bei Spiel Nummer 5. Hamilton's Great Adventure. Ein Puzzlespiel für sage und schreibe 14 Cent. Das Spiel ist hauptsächlich dabei, um ein Genre mehr abzudecken und natürlich wegen des Preises. Aber für unter 20 Cent macht man auf jeden Fall nichts falsch, wenn man auf solche Spiele steht. Ich finde sie zwischendurch auf jeden Fall mal ganz nett. Aber kommen wir zu Nummer 6. Republik. 25 Cent. Für euch mache ich es noch ein bisschen günstiger. Sagen wir 0 Cent. Denn momentan oder seit kurzem gibt es dieses Spiel komplett umsonst bei Steam. Also falls ihr es noch nicht habt, gönnt es euch. Please, stay with me. Who is this? What do they know about our republic? 7. Planet Alcatraz. Zu haben für 20 bis 30 Cent. Wer die alten Fallout-Teile mag und ein bisschen auf Cringe steht, der ist hier Brother, an richtiger Stelle. Finish me! Die, Bastard! You were dead, Doc! Ah! Ah!
8. Und zwar geht es um Ethan's Remains. Auch wieder zwischen 20 und 30 Cent zu haben. Dieses Spiel kann man als Visual Novel mit Jump'n'Run Geschicklichkeits-Rätselelementen bezeichnen. Womit wir langsam bei der vorletzten Nummer wären, und zwar der 9. Und zwar geht es wieder um einen Klassiker. Mehrere sogar, denn es ist die XCOM Collection, also die alten Teile von UFO. Also XCOM Terror from the Deep, XCOM Apokalypse, XCOM Interceptor, XCOM UFO Defense, was hier der erste Teil ist, eigentlich so UFO Enemy Unknown und XCOM Enforcer. Ich denke, den meisten sollte das Spielprinzip dieses Klassikers bekannt sein. Wem die Grafik nicht gefällt, der kann es mit Mods noch ein wenig aufpeppen. Und damit sind wir beim letzten Punkt, der 10. Das letzte Spiel für heute, In Sound Mind. Auch im 50 Cent Bereich. Also wer es letztens bei Epic verpasst hat oder es gerne bei Steam haben will, der sollte zuschlagen, bevor es wieder teurer wird. Auf Konsolen ist das Spiel noch richtig teuer, also viel kann man nicht falsch machen bei dem Preis. Und schon ist das Video zu Ende. Also Leute, vergesst nicht zu abonnieren. Macht mir das nicht nach, kauft euch die Spiele einfach bei Steam. Falls ihr doch auf den Key-Seiten kauft, denkt dran, dort gibt es immer eine kleine Gebühr. Oft bezahlt man für PayPal auch nochmal eine Gebühr, sodass es am billigsten ist, wenn man gleich mehrere Spiele zusammenkauft. Aber wer will, der wird sich da schon reinfuchsen. Also Leute, macht's gut und bis zum nächsten Video. Damit ihr gut schlafen könnt, wählt ihr natürlich am Ende freiwillig euer Land aus und zahlt die entsprechenden Steuern. Viel Spaß.